letzte Mal war unser Treffer ein bisschen angenehm auf der Party. Ja, das war nett. Das war total nett. Ich gucke jetzt einfach mal ganz kurz ein bisschen. Ja, ich muss mir so einen Überblick verschaffen, weil wir müssen so zwei, drei Problemchen lösen. Und dann legen wir los. Und wenn du dann soweit bist, dann kommt der Schlimmste für heute, nämlich die Spritze, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Spritze vorne ist aber scheiße. Ja, das tut immer so weh, aber man hat mir schon gesagt, du machst das speziell. Ich mach's zärtlich. Ja. Ich mach's ganz zärtlich. Okay, ich lass mich überraschen. Nein. Ich muss wirklich einen riesen Lob aussprechen. Nadja ist wirklich der Hammer. Eine der fantastischsten Patientinnen, würde man gar nicht glauben. Super lieb, ganz, ganz tapfer, sie ist so brav, das glaubt man gar nicht. Wir machen jetzt noch Abdrücke, dann gibt es Provisorium und nächste Woche gibt es die Zähne. Generationen von Zahnärzten und von Menschen reden über die Farbe von Nadja Abdel-Farag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dazugehört. Wer kennt nicht Nadel und ihre weißen Zähne? Und ich bin jetzt ausgerechnet derjenige, der das wieder gerade biegen muss. Wir haben oben 10 alte Kronen runtergenommen. Man darf nicht vergessen, sie hatte die schon 30 Jahre. Sie hat das in den 90er Jahren irgendwann machen lassen. Ist natürlich auch schon eine kleine Ecke her. Einige Zähne waren kariös, mussten wir aufbauen. Ein Zahn ist verloren gegangen. Insofern kriegt sie jetzt eine komplette Versorgung im Oberkiefer mit keramischen Kronen. Richtig geile Nummer. Sie kriegt jetzt so ein richtiges Perfect Smile. Ich habe selten so eine liebe und entspannte Patientin gehabt. Insofern muss ich ein Riesenlob an Nadja aussprechen. War super, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir haben alles vorbereitet. Nächste Woche Mittwoch gibt es dann die neuen Zähne. Und dann werden wir wissen, ob es was geworden ist oder nicht. 2000 Jahre später. Also im Moment habe ich ja noch mein Provisorium drin und finde ich auch gut geworden. Aber sehr dunkel. Aber es ist natürlich dunkel. Aber jetzt kommt das Highlight und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das aussieht. Die Behandlung, die fand ich sensationell. Also ich meine, so schnell und in so einem kurzen Zeitraum. Das eine hat 2,5 Stunden gedauert, wenn nicht noch kürzer. Und das jetzt ruckzuck 50 Minuten. Und hammermäßig. Ist zwar ein bisschen dunkler, weil ich natürlich diese alten Szenen da immer noch sehe, aber ansonsten immer noch hell, immer noch hell. Steht nicht mehr wie ein Brett, so nach außen. Cool, cool, cool. Ich find's super. Super, super, super. Wir haben gerade die Zähne eingesetzt bei Nadja. Nadel ist ein Thema seit 20 Jahren in der gesamten Bundesrepublik. Jeder kennt Nadels helle Zähne. Und mir ist ein riesen Stein vom Herzen gefallen, dass wir das so hingekriegt haben. Wir arbeiten wirklich mit den allerbesten Leuten aus Deutschland zusammen. Olaf van Ipperen hat eine fantastische Keramik hingelegt. Ich bin ihm wirklich unfassbar dankbar. Danke, Olaf. Super schöne Farbe und man darf nicht vergessen, wir sind 2 Farbstufen dunkler als vorher und es ist immer noch brutal hell. Aber das alte Markenzeichen von Nadja war halt diese ultra-weißen Tipex-Tic-Tacs. Die Farbe gibt es eigentlich gar nicht. Das ist jetzt mittlerweile Legende. Und wir haben es umgewandelt in eine wirklich schöne Zahnfarbe. Wir haben die Zähne ein bisschen zurückgeholt, ein bisschen was an den Proportionen verändert, die Zahnachsen korrigiert. Den Zahn haben wir ersetzt, der verloren gegangen ist. Und vom Smile-Design muss ich ganz ehrlich sagen, ist das extrem sexy geworden. Sie ist super happy. Mir fällt ein Stein vom Herzen, weil sie jetzt mit dem neuen Look durch Deutschland laufen kann. Und letzten Endes kommt es einfach darauf an, dass man sich wohlfühlt und dass sie sich einfach jetzt zurücklehnen kann, sagen kann, okay, ich habe es geschafft. Das Problem bei Nadjas Zähnen war eigentlich immer, dass sie zu dominant waren. Sie waren sehr weit nach außen. Der Zahnbogen war sehr nach außen geholt und die Zähne waren natürlich einfach brutal hell. Das lag daran, dass gar keine Schichtung da war. Die haben das einfach aus dem Vollen gefräst.
Wir haben jetzt eine handgeschichtete Keramik genommen, wo wir auch einen Verlauf haben. Immer noch sehr hell, aber trotzdem dunkler als vorher. Die Harmonie ist da, die Zahnachsen sind jetzt korrekt. Es steht ihr auf jeden Fall besser und wir haben es wirklich geschafft, dieses Stigma zu durchbrechen, so dieses Nuddle-Smile einfach komplett aufzulösen. Und ich muss wirklich in die Bresche springen für Nadja. Es wird so viel auf ihr rumgehackt, es wird so viel Schlechtes erzählt und es überall wird immer nur getratscht. Aber wenn man so wie wir Kontakt zu den Leuten hat, die auch im Fernsehen und in der Öffentlichkeit stehen, stellt man eigentlich immer wieder fest, dass das super nette Leute sind. Auch wie Nadja, ganz, ganz tapfer hat sie alles durchgestanden, hat nicht einmal gezuckt, hat nicht einmal gemurrt. Ich muss wirklich ein Riesenlob aussprechen. Sie hat sich von vorne bis hin, von A bis Z super verhalten und dann macht es auch Spaß, den Leuten zu helfen mit schönen Zähnen, wenn man einfach sieht, dass sie das zu schätzen wissen und nichts mit Star-Allüren oder irgendwie Stress, überhaupt nicht. Ein super liebes Mädchen. Also kommt bitte nicht auf die Idee, irgendwas Schlechtes zu schreiben über Nadja, denn ihr neues Smile ist total heftig schön geworden und sie ist wirklich eine ganz liebe.